So, wir sind wieder da. Wir machen weiter. Einen Part nehme ich noch auf. Das ist dann der fünfte. Das ganze, die ganze Nervenheilanstalt, die drei Parts und eben die zwei hier habe ich jetzt aufgenommen. Bisher noch keinen einzigen hochgeladen davon. Ich hoffe, das bleibt so, dass ich jetzt, wenn ich die blöden Downloads immer dann nach dem Hochladen lösche und das eben nur direkt auf dem Computer speichere, dass der mir dann hier genug Platz auf der Festplatte hat. Wir haben die Brücke überquert, kommen ja ursprünglich vom Weg hier von der Nervenheilanstalt, haben hier ein bisschen Kämpfe ausgetragen, sind aber immer auf dem Weg geblieben. Ja, wir können hier mal links uns halten. Hier ist nämlich gar nicht so viel. Es sind zwei Schlächter erschienen und wir sehen hier immer wieder so einen Häftling, der hier wohl versucht, alles in Brand zu stecken. Ja, hier würde es hochgehen, da gehen wir jetzt aber noch nicht hin tatsächlich. Ich habe versucht, einen von den beiden nicht den Kopf abzutrennen, weil ich nämlich erklärt hatte, wenn die ihren Kopf verlieren, abhängig von den Gliedmaßen hier, wenn die die Gliedmaßen verlieren, aber der Kopf dran bleibt, dann tun die wieder auferstehen. Sobald aber der Kopf weg ist, abgetrennt wurde, bleiben die dauerhaft tot. Das hat was im Zusammenhang mit dieser Wiedergeburtenmaschine zu tun, die wir ja im letzten Part in der Nervenheilanstalt, also nicht im letzten Part, aber halt in der Nervenheilanstalt aktiviert haben bzw. gefunden haben. So, hier ist der Weg versperrt, hier geht es dann nach oben. Ich möchte aber hier nochmal durch, als ich mich der Höhle auch nur genähert habe, sind die zwei aufgetaucht, die haben wir dann noch besiegt. War aber noch nicht in der Höhle drin. Hier war ja das abgebrannte Haus. Hier haben wir dann auch erfahren von einer guten moralischen Wertung sozusagen. Also nicht eine Moralwertung haben wir bekommen, sondern eben, dass wir auf einem guten Pfad sind. Hier hat nämlich unsere Frau zu uns gesprochen, dass sie eben, da wollte sie andeuten, ja, sie ist für immer hier heruntergefallen und ich kam nicht, um sie zu retten. Aber ich habe es zumindest versucht, ich habe es immer versucht. Also das ist ein Indikator darauf, dass man halt auf gut spielt. Genau, dann hat hier eben, waren sie zwei Mädchen und haben hier wieder Feuer gelegt. Die haben wohl, die stehen wohl in direkter Verbindung mit Feuer. Und dann haben wir hier ein paar Kämpfe ausgetragen. Man sieht es noch schön. Bin dann auch hier hoch. Und hier haben wir den zweiten Benzinkanister gefunden. Den ersten haben wir ja im Gefängnis gesehen. Der zweite ist hier. Haben wir gesammelt und hier war alles voller Feuer. Das ist jetzt wieder zurückgegangen zum Glück. So kann ich euch hier noch ein bisschen mehr zeigen. Muss ein sehr altes Haus gewesen sein. Noch viel, viel älter wie die Nervenheilanstalt. Hier ist schon alles, die Steine alle verwachsen und so. So, hier haben wir drei Dynamitstangen. Haben wir Gesundheit, die wir nicht brauchen. Und, Jack Daniels. Naja, ich möchte ja keine Eigenwerbung machen, aber so sehen die Flaschen aus. Molotow-Cocktails, die sind neu. Neue Wurfwaffe. Jo, sonst gibt es hier nichts. Hier haben wir ein bisschen Maschinengewehrmunition. Und kommen eben von dem langen ursprünglichen Weg hier. Von der Nervenheilanstalt. Wir begeben uns nämlich jetzt in Richtung nördlicher Strand. Wir sollen ja hier wieder zurück zur Strafanstalt Ebert. Wir haben wieder eine neue Notiz hier bekommen, eine neue Aufgabe. Nachdem wir eben die Störung hier beseitigt hatten von der Nervenheilanstalt, sollten wir ja wieder jetzt zum Funkgerät zurückkehren. Tatsächlich will uns der Dr. Kilger sowieso wieder in die Strafanstalt Ebert, also wo auch das Funkgerät steht, natürlich hinhaben, weil er uns hier von seinen Erkenntnissen berichten will. Also schauen wir mal. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Familienfoto ist und bleibt positiv. So wollen wir das. Jetzt gehen wir mal hier rein in die Höhlen. Ja, gehen wir doch mal hier rechts entlang. Dynamitstange. Sehr merkwürdig. Einseitige Höhle, sehr kreisförmig. Oh, hier haben wir sehr viel Zeug liegen. Das tut mir aber weh hier. Au, au, au. So leicht zu verführen. Aber du weißt ja, Torg,
Alles Erstrebenswerte hat seinen Preis. So, ja, da hat uns der Guardsmensch Hermes eine kleine Falle gestellt. Hier finden wir nämlich was, was wir lange gesucht haben. Das sollte jetzt genau abgedreht sein. Wir haben hier nämlich... Oh, scheiße, habe ich Leuchtbomben? Ich hoffe, ich habe noch ein paar Leuchtbomben. Sieht man das nicht im Inventar? Betäubung, Dynamit, Molotow, Betäubung. Nee, sieht man leider nicht. Die können wir mal wieder nehmen, die Dynamitstangen. Man sieht sie zwar nicht im Inventar, Leute, aber ich habe auf jeden Fall wieder Leuchtbomben. Die brauchen wir als Zünder. Bei Benzinkanister mit Treibstoff drin haben wir. Jetzt haben wir das dritte und letzte Element gefunden, die Fahrradpumpe, die wir ja brauchen für den Bau eines. Fahrradpumpe, Flammenwerfermontage, Flammenwerfers, ja. Und wir haben 100 Schuss sozusagen. Können wir mal kurz abdrücken hier. Ja, gedrückt halten, aber ich wollte jetzt nicht so viel verschwenden. Man sieht unten rechts die Munition, also pro Benzinkanister, den wir finden, kriegen wir 50, ja, ich nenne das jetzt mal nicht Liter, aber eben 50 Einheiten an Munition. Zwei Benzinkanister haben wir ja schon, deshalb behalten wir uns mal die Waffe vor, das ist eine gute. Ich habe immer den Fehler gemacht, ich habe die so ziemlich bis zum allerletzten Schluss des Spiels aufgebraucht, nicht aufgebraucht, sondern eben aufbewahrt, genau. Und dann hatte ich, glaube, so viel Munition über und habe die Waffe kein einziges Mal benutzt. Also da sollte man auch ein bisschen aufpassen hier tatsächlich. Ja, Gesundheit ist wieder voll. Der Flammenwerfer, der bleibt jetzt dauerhaft tatsächlich im Inventar. Ich glaube, nur wenn man keine Leuchtbomben mehr hat, dann kann man das nicht mehr, kann man den nicht mehr benutzen vorerst. Sobald man dann wieder Leuchtbomben hat, geht das wieder. Und hier müssen wir auch aufpassen mit der Munition, weil wenn die einmal leer ist, dann kriegen wir so lange, können wir den nicht benutzen, bis wir wieder einen Benzinkanister finden. Die sind ja begrenzt. Es gibt noch 5 Stück hier. Im Spiel. Oder 6, glaube ich. So, dann schauen wir uns doch mal die andere Höhle hier an. Ah ja, hier haben wir nochmal Leuchtbomben. Im Fall, dass wir jetzt noch welche bräuchten für den Bau. Genau, ja, was haben wir denn hier? Schönes. Eine Molotow-Cocktails, Schrotflintenmuni brauchen wir nicht. Der Molotow. Ich finde überall immer mehr von diesen Monstern. Komme ich denn nie von dieser Insel fort? Oh, hi. Oh, Junge, was war das denn? Dem blöden Angesprenge, Mann. So. Ja, hier haben wir wieder den Häftling gesehen. Den Clem heißt der. C-L-E-M, Clem. Hat einen komischen Namen. Ja. Denn dieser Clem, der ist, der müsste uns eigentlich bekannt vorkommen. Wenn wir denn schon mal in das Archivbuch reingeguckt haben, haben wir jetzt nicht getan. Der ist sozusagen, der erzählt von den Kreaturen, der sozusagen als Überlebenskünstler durchgeht und dann eben hier schon das so weit geschafft hat und so weit auch jede Kreatur schon gesichtet hat, um von der zu berichten. Das ist auch der Synchronsprecher von ihm. Ich glaube, in jeder Version des Spiels ist der englische Synchronsprecher von diesem Archivbuch auch hier derselbe. Wow, boah, hat mich das jetzt erschreckt, Alter. Leckt mich am Arsch. Der seilt sich wieder ins Unendliche ab. Das macht der Schlingenmann ja gerne. Aber das hat mich jetzt schockiert, Mann. Meine Güte. Und hier auch? Nein. Ja. Keine Ahnung, ey, hier geht verrücktes Zeug ab. Auf jeden Fall, dieser Clem hat halt denselben Synchronsprecher und ja, ich muss mir mal angewöhnen,
nicht immer so lange auf einem Thema umherzureiten. Das mache ich ja sehr gerne. Ja, wir gehen jetzt gleich hier hoch. Davor nehme ich aber noch mal ein bisschen Maschinengewehrmunition mit. Müssen wir leider noch mal ein bisschen zurück. Ich glaube, so weit müssen wir gar nicht laufen. Dürfte nämlich hier unten, glaube ich, schon irgendwo was gewesen sein. Wir kommen ja von der Nervenheilanstalt den Weg. Aber so tief will ich gar nicht mehr zurück. Ah ja, hier war welche. Hier war auch Gesundheit, sehr schön. Und Maschinengewehr. Perfekt. Es ist ja sehr interessant, dass die hier die Ausführung der Thompson, das ist ja hier das Tommy Gun, das Tommy Maschinengewehr, aber die haben das dicke Trommelmagazin quasi von der 1921er Chicago Typewriter Version. Interessant ist, weil im Zweiten Weltkrieg haben sie nämlich eigentlich kein Trommelmagazin mehr benutzt. Das Tommy-Maschinengewehr soll ja hier auf der Insel so weit verbreitet verfügbar sein, wegen, ne, das Spiel kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und so. Also nicht das Spiel, sondern eben die Geschichte von Carnate soll eben so weit zurückgehen und noch viel weiter natürlich. Aber weil das hier eben auch ein Kriegsgefangenenlager war, während des Zweiten Weltkriegs, hat man eben diese Waffe wahrscheinlich behalten. Ah, nett, hier finden wir auch nochmal Munition. Können wir dann nochmal aufsammeln. Auf jeden Fall, die Höhlen haben wir jetzt durchforscht. Geht es nicht weiter, nur hier oben. Wir können nochmal kurz speichern. So. Ja, hier will ich vorsichtig sein mit dem. Weil nicht, dass er mir doch noch die Aufnahme zerschießt. Gut, aber bei 5 Parts wäre das eh schon zu spät. Was haben wir denn hier für einen schönen Zettel? Skizzenbuchseite. Die Skizzenbuchseite. Ja, hier sieht man es nochmal. Diese mit Klingen bewaffneten Monster wüteten früher schon auf bösartige Weise. Und jetzt scheinen sie wieder auferstanden zu sein. Augenscheinlich muss man ihnen, egal mit welchen Mitteln, den Kopf abtrennen, damit sie für immer verschwinden. Wenn dieser einfache Trick doch auch nur bei den Eitermonstern funktionieren würde. Ja, hier haben wir es nochmal. Das haben die tatsächlich ab der zweiten Hälfte des Spiels. Wir sind ja jetzt im Level 12 von 20. Soweit kann ich ja verraten. Ist ja kein Geheimnis. Haben sie sich wohl entschieden, das erst im zweiten Teil zu aktivieren, dass man denen die Köpfe abschlagen muss, damit die dauerhaft tot bleiben. Das ist ja nur hier bei den Schlechtern so. Weil ja, in der ersten Hälfte des Spiels würde, glaube ich, das ein bisschen Unmut bringen, wenn man nicht weiß, wie man die erledigt und so. Tatsächlich muss man denen gezielt den Kopf abschlagen. So, Kontrollpunkt Molotow, die können wir mal benutzen, tatsächlich. Müssen wir hier immer so blöd auswählen. Zack, okay. Schauen wir mal. Ah, hier haben wir wieder ein paar. Ah, ich glaube, das hat denen so ziemlich den ganzen Kopf losgemacht. Schauen wir mal, ob die sich gegenseitig treffen hier. Ja, die tun sich jetzt ziemlich weh. Hat auch seinen Kopf verloren. Alle haben die Köpfe verloren. Ich kann euch das leider immer noch nicht demonstrieren. So, der will jetzt ihn an den Kragen. Ja, sehr schön. Alter, aber nicht mich.
So, bitte sterben. Gut, gut, gut. Ja, wie gesagt, kann ich leider immer noch nicht demonstrieren. Nehmen wir erstmal die Sachen hier mit. Weil wenn nämlich die Köpfe dranbleiben, natürlich, dann würden die unendlichfach wieder auferstehen, selbst wenn denen die Arme fehlen. Haben sie aber tatsächlich durch den Molotow-Cocktails kann man, wenn man viele Schlechter hat, das ist ein guter Weg, die von ihren Köpfen sozusagen zu befreien. Und Munition haben wir. Hier gab es keine gute weitere Tat zu vollbringen. Munition ist soweit voll. Ich würde sagen, wir können tatsächlich weitergehen. Ich glaube, hier gibt es auch gar nicht mehr allzu viel, was wir hier mitnehmen können. Hier dürfte nämlich schon der nächste Anfang, wenn mich nicht alles täuscht, der nächste Level. Oder auch nicht. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Ich dachte, es geht hier schon weiter tatsächlich. Oh, hi. Das war ja schnell. Über eine kaputte Brücke, eingestürzte Brücke, kaputte Brücke. Eigentlich doch ganz gut, dass der Part noch nicht zu Ende geht hier. Ich habe noch 15 Minuten, die ich noch aufnehmen könnte. Ja, knapp 13. Bekommen wir von Dolse mal runter. Gibt nicht viel, wo man links und rechts gehen kann. Ist also nur dieses Brückenstück, die hier eingebrochen ist. Ja, relativ übersichtlich. Auch hier unten sollte eigentlich Wasser sein. Keine Ahnung, da ist Animation ein bisschen schief oder hat nicht funktioniert, wie auch immer. So, naja, von der Seite haben wir ja den Häftling Clem gesehen. So, da haben wir noch mal ein bisschen Gesundheit, wenn wir die bräuchten. So, aber hier ist nichts mehr. Können auch mal speichern tatsächlich. Notstärken. Oh, vielleicht kriegen wir ja gleich Besuch. Schauen wir mal. Hier auf jeden Fall geht es auf normalen Wege nicht nach oben. Wir müssen uns tatsächlich aber weiter zum nördlichen Strand vorarbeiten. Wir machen ein gutes Stück haben wir schon uns vorgearbeitet. Wir kommen also Richtung nördlichen Strand und dann die Strafanstalt Ebert. So. Hier geht es nochmal rein. Kontrollpunkt. In eine schöne Höhle, da machen wir gleich mal das Licht an. Ist aber relativ übersichtlich. Oh. Hi. Wollt ihr nicht mit mir reden oder so? Normalerweise sagen die eigentlich was zu mir. Dass ich halt ins Wasser kommen soll und so. Tja, weg sind sie. Normalerweise sagen die zu mir, ja, ich habe Angst vor Wasser und so. Immer erst den Kopf weg. Schau mal, dass sie sich wieder gegenseitig bekriegen hier. Na komm schon. Nein, 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 nein. Tu mir nicht weh, Alter. Den Typen hier. Na komm raus. Der geht ja ganz schön ab hier. Und das war der Kopf. Da kommt schon der nächste. Hallo.
Ich muss aufpassen. Na komm, jetzt verblute halt endlich. Schiebewehr. Alter, wie lange der braucht, bis der verblutet? Na endlich. So, du auch noch, komm. Mann, 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 Mann. Haben wir sie jetzt alle. Arsch und Friedrich, das war jetzt wieder ganz schön heftig hier. Wie viel die immer abziehen, Mann. Ja, so viel haben sie jetzt nicht abgezogen, aber weil ich auch gut ausgewichen bin. Also die normalen Schlechter sind kein Problem, aber die richtig großen, die machen so viel Schaden. Ne? Man hat sie ja im allerersten Part von der Nervenheilanstalt gesehen. Da wollte ich die auch ein bisschen bekriegen und oder bekämpfen lassen sich gegenseitig und dann plötzlich war der Kopf weg vom lieben Talk. So kann man dann nicht weitermachen. So, was haben wir denn hier? Abbott State Penitentiary, State of Maryland, Department of Corrections. Also Strafanstalt Abbott, Staat von Maryland, Anstalt für Besserungen. So, hätte ich mal lieber die Schrotflinte ein bisschen benutzt hier. Ne? Ja, können wir eigentlich mal machen, beziehungsweise wir müssten jetzt echt mal langsam hier in den zweiten Teil kommen, glaube ich. In den zweiten Teil von dem Weg. Nicht mal allzu lang dauern. So. Gesundheit kann man immer gut gebrauchen. Ja, also wie gesagt, normalerweise ist hier ganz viel Wasser. Steht bis zu den Knien nach oben. Das wird ein bisschen fragwürdig angezeigt. So. Ja. Da ging es ja vorher nicht weiter. Wir müssen irgendwie einen Weg hier nach oben bahnen. Aber nochmal Gesundheit. Sehr schön. Schock. Oh Mann, jetzt hat er mich wieder getroffen hier. Was hat? Der mag kein Feuer. Ich sehe schon, der frisst sehr viel Schaden. Sehr viel Schaden. Ja, irgendwie müssen wir jetzt da wieder nach oben kommen. Wir müssen nämlich hier schon weitermachen, aber das soll wohl wieder ein kleines Rätsel hier aufstellen. So. Ja, wenn es da nicht so diesen extrem verdächtig aussehenden LKW geben würde. Wir können jetzt da drauf schießen, wir können aber auch den hier machen. Ja, Leute, ich glaube, ich brauche da kein großes Mysterium machen, oder? Sieht schon so offensichtlich aus hier. Einfach B für benutzen. Ist zwar komisch, dass der hier so ein großes Stück an Schwung gewinnt, aber das hat den Weg freigeebnet. Wir können jetzt rüber. Ich glaube, ich mache aber noch mal einen kleinen Ausflug. Ja, kleinen Ausflug ist gut. Ich habe nämlich ganz schön viel Munition hier verbraten fürs Maschinengewehr. Ja, Leute, ich mache es tatsächlich. Ich gehe mal ein Stück zurück. Die habe ich ja hier leider schon gesammelt, die Muni. Sind mir das in jedem Fall voll. Das ist schön. Hier können wir noch mal ein bisschen... da hinten ist auch was. Die Muni ist allerdings voll. Ja, wir können mal ein Stück mit die Molotow-Cocktails weitermachen. Warum nicht? Wir gehen jetzt nämlich tatsächlich den ganzen langen, weiten Weg wieder zurück zur Nervenheilanstalt. Keine Sorge, wir gehen nicht rein, können wir auch gar nicht. Der Weg ist ja durchs Fenster, sind wir ja durch.
versperren. Ich möchte nur komplett zurück, um die Munition wieder zu sammeln. So, und da wird sie langsam gerendert, die schöne Nervenheilanstalt. Ganz schön langer Level, wenn man das so sieht. So. Und 180 mal 2, sehr schön. Jetzt sind wir nämlich hier wieder voll. Ja, mit welcher Waffe machen wir denn weiter? Vielleicht wieder mal mit der Schrotflinte. Die haben wir schon wieder nicht mehr lange benutzt. Also ihr seht schon, man braucht hier gar nicht so eine große Variation an Waffen. Ein paar, die wir haben, ja, sind für die Situation jeweils auch gut gesteckt sozusagen. Schrotflinte eben für eine Mannstoppwirkung, die eben auf Abstand zu halten. Dann natürlich das Maschinengewehr, um die den ordentlich einzuheizen. Ja, und die Doppelrevolver tue ich jetzt nicht mal so gern benutzen, weil eben das Maschinengewehr und die Schrotflinte sehr durchschlagskräftig sind. Wir können tatsächlich mal den Flammenwerfer auch mal bald einsetzen. Sogar schon bald eine Idee, wann wir das am besten machen. Aber jetzt erstmal gehen wir mal hier den Weg entlang. Taschenlampe können wir auch mal ausmachen. So. Geht es nämlich nach oben. Molotow-Cocktail, sehr schön. Zurück ins Meer, ihr maritimen Monster! Ja, dann gehen wir hier mal durch. Ich glaube, jetzt müsste schon der nächste Part kommen. Der nächste Teil. Hier links und rechts ist nämlich nichts mehr. Ah ja, genau. Tanzend in den Beginn der Apokalypse. So Leute, perfekter Zeitpunkt, den Part zu beenden. Mann, hoffentlich habe ich nicht wieder Probleme beim Hochladen. Wenn ich nämlich zu viel auf meiner Festplatte habe, dann hat er irgendwie Probleme, die Parts hier abzuspeichern, bevor ich sie noch rendern kann. Naja, so, wir speichern auf jeden Fall hier. Sind jetzt schon auf Level 13 angelangt. Wie gesagt, es gibt ja nur die 20 Level. Wir machen guten Fortschritt. Ich speichere nochmal ab zur Sicherheit. Ja, dann tun wir mal hier beenden. Ich bedanke mich in jedem Fall wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr könnt mir auch mal ein paar Kommentare tatsächlich hinterlassen, weil ich sehe, das wird tatsächlich angeschaut von ein paar Leuten. Also lasst mir ruhig einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr freuen. Und ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie euch das Spiel gefällt oder was eure Eindrücke sind oder ob es von meiner Wenigkeit Verbesserungen gibt. Ich meine, ich rede ein bisschen zu lang, aber das ist vielleicht einfach meinem Charakter geschuldet. Ich rede sehr gerne, sehr lange. Aber sehr gerne könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen. Also, dann vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.